Hey Leute, was geht? Heute werde ich Rapper-Outfits bewerten, aber speziell nur schlechte Rapper-Outfits. Oh mein Gott, Digga, das ist wirklich Next Level. Ich meine, ich habe die Fits alle schon vorher gesehen, aber das hat mich schon wieder einmal kurz mitgenommen. Yo, Blockboy JB einfach. Mit dem koordinierten SpongeBob-Fit. Digga, das Ding ist, das ist wahrscheinlich alles Custom, weil ich glaube nicht, dass es diese Jeans gibt mit SpongeBob. Und ich glaube sogar, die Tims haben Patrick drauf. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, das sind Patrick Tims. Und dann dieses T-Shirt, das kann man safe irgendwo finden. Aber ich sag, die Jeans und die Tims, das ist Custom. Dass das jemand gemacht hat, fickt mich. Ich bin ehrlich. jemand hat sich die Zeit genommen, hat sich diesen SpongeBob so rausgeschnitten, bügelt das auf die Jeans und so. Crazy. Und dann Block bei JB dachte, ja, ich pull up mit dem koordinierten SpongeBob-Fit. Und wir haben Lil Pump. Ach, Bruder. Und auf den, ich mach nochmal ein Video mit guten Fits, weil wir wollen nicht so viel negative Energy haben. Aber, Digga, Skinny-Ass-Jeans mit diesen Schuhen und das ist einfach so komisch, das fittet nicht. Aber es sind diese Jeans und dann auch das Oberteil ist auch irgendwie komisch. Also das Gesamtkonzept, das stimmt einfach nicht. Das stimmt etwas nicht. Und ich glaube, das liegt halt ehrlich daran, wie er steht und sein Bodytype auf den. Okay, hold on. Auf den. Dieser Fit, der ist sogar gar nicht so kacke, ich muss ehrlich sein. Viele werden das nicht checken, aber ich finde, der hat irgendwie was so ein bisschen. Auf den, okay, der ist schon ziemlich schlecht. Zumindest dieser obere Part, ne? Dieses mit der Krawatte und das Hemd. Der untere Part nicht, aber dieses obere Part, das könnte sogar ein bisschen so Laufsteg-Shit sein, den man so irgendwie Fashion Week oder sowas sehen würde. Und ja, so das ist so ein bisschen so dieses, ihr wisst schon, was ich meine. Aber der untere Part mit diesen Sneakers und dann die Jeans, boah, das ist einer zu viel. Viele haben dieses Snare-Fit schon gesehen, glaube ich. Viele kennen das. Und das ist, ich weiß auch nicht, wer da irgendwas gesagt hat, dass das okay ist. Ich weiß nicht, ob irgendwie Manager oder so ein Shit hat, aber guck mal, genau das passiert, wenn man auf einmal viel Money hat und man konnte sich vorher nicht kleiden und dann kauft man einfach irgendwas. Aber das sieht alles nicht echt aus, so. Das sieht alles fake aus, so als hätte das so bei AliExpress gekauft, I don't know. Aber ja, Mann, das ist echt alles, wahrscheinlich. Ja, ich meine, er hat Cash, so wieso sollte er sich fake Sachen kaufen? Das hier ist Will.i.am. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin ehrlich. Man muss das erstmal einmal aufnehmen. Nehmt euch einen Moment, nehmt das einmal auf in euch. Und dann können wir die einzelnen Parts besprechen. Und ich fange an, weil wir können von oben nach unten hier einmal gehen. Einmal die Liste abhaken. Wir fangen an mit der Cap. Einfach diese überdimensionale Cap. Ich glaube, die hat sogar noch einen Stachel. Dann einmal diese Brille. Aber das ist Will.i.am. Ich habe schon gesehen, dass er öfter solche Brillen getragen hat. Ich glaube, das Normalste sogar an seinem Fit ist wahrscheinlich diese Lederjacke, die aber trotzdem noch gut komisch ist. Und ich kann nicht mal genau sagen, was, aber das ist einfach keine normale. Das ist so ein Blazer, ne? So eine Anzugsache, aber als Leder und so shiny und so. Und halt einfach so ein Minecraft, nicht mal Minecraft, das ist mehr so Terraria. Kennt ihr Terraria, das Spiel? Das ist so eine Terraria-Figur als Chain. Und das sieht so aus, als ist das aus Papier und er hat das angemalt und Slim Jimmy. Das haben vielleicht auch schon ein paar Leute gesehen. Solche Memes auf denen. Einfach ein Schlafanzug. Sieht einfach sehr komisch aus. Bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil das sieht einfach nur komisch aus. Ich meine, ihr könnt das ja selber sehen. Das ist hella weird. Man muss hier sagen, vielleicht ist er gerade, vielleicht kommt er aus seinem Wohnzimmer oder so und das ist einfach so richtig gemütlich. Und er dachte, ja, okay, fuck it, ich geh kurz raus. Ganz andere Story, dass es aussieht wie ein Baby, wenn du rausgehst, ein riesiges Baby, Digga. Aber auf den, mach dein Ding. Jeder kennt dieses Fit. Niemand kann mich anlügen, jeder kennt das Fit und egal, was die Leute sagen, das ist fresh. Ich will auch nicht weiter darüber reden, das ist fresh. Das ist ein sehr gutes Outfit von Drake, vielleicht sogar sein bestes. Komischerweise kommt Gunner jetzt erst, aber ich habe sehr viele Gunner-Fits.
Hier sieht er einfach aus wie eine Tante. Ohne Spaß, sogar diese Jeans, oder was, das sind keine Jeans, aber diese Hosen, safe gibt es sie bei Zara. Nein, wahrscheinlich eher bei hier dieses Airstrings Family oder wie dieser Laden heißt. Ich weiß nicht, was das ist, aber auf den da, wo die Moms einkaufen und so, da möchte ich drüber reden. Die Sachen fitten ihm nicht so gut, wie zum Beispiel anderen Leuten, die das tragen würden, bei denen das richtig fresh wäre. Weil das ist so straight up so, okay, das ist vielleicht noch ein bisschen wack auf den. Aber ihr wisst, was ich meine, so, das sieht einfach komisch an ihm aus. Tut mir auch richtig leid für ihn und so. Und das ist auch kein Roast sein, ich war auf zwei Gunner-Konzerten. Ich mag Gunner nicht. Er kann das einfach nicht tragen, ich mag seine Statur nicht. Ich glaube, das ist Nick Cannon. Ich weiß nicht mehr genau und ich weiß nicht mehr, ob der ein Rapper ist. Aber das, was mich einfach am meisten fickt, ist, ich glaube, es gibt nicht mal diese Louis V-Schutzweste, Maske und Schuhkombination. Es sieht echt so aus, als hätte er sich das ausgeschnitten und dann zu Hause ein bisschen gebastelt. Und besonders das mit den Schuhen, ich glaube, das sind einfach Vans. Und er hat das da selber raufgeklebt. Oder er hat da auf den so ein Typ, der das so custom macht und sowas. Und hat das da gekauft. Das ist einfach schlimm. Das ist einfach sehr schlimm. Ich möchte darüber auch nicht unbedingt weiter. Ich stelle euch das hier vor. Und das ist einfach schrecklich. Mit diesen Biker, was auch immer, das sind nicht mal Jeans. Einfach. Egal, scheiß drauf. Das können wir auch direkt skippen. Ich finde das crazy. Sorry auf den French Montana's Ass. Und Ed Sheeran, ich weiß, er ist kein Rapper, aber wir können darüber reden, dass es. Ich weiß nicht, was da. Einfach den. Und ich sehe das jetzt erst. Das ist auch echt ein komisches T-Shirt, weil hier ist eine Skyline mit einem Sonnenuntergang. Und hier sieht man eine Stadt von oben, aber aus der Vogelperspektive. Und das macht einfach perspektivisch gar keinen Sinn. Das könnte sogar fast sein, das hier ist ein eigenes T-Shirt. Also das hier. Und das ist auch ein eigenes T-Shirt. Und die wurden einfach zusammengeschnitten, weil das macht einfach gar keinen Sinn. Davon abgesehen, diese Big Graphic Tees sind richtig cringe. Seine Schuhe, auf denen an sich, die Schuhe sind fresh in irgendeiner Weise, aber das passt gar nicht. Und ich weiß auch nicht, was, auf den vielleicht achtet er nicht darauf und das ist auch gar kein Ding. So, das ist nicht schlimm. Also, das war's mit den Fits. Ich habe hier noch einmal Lil Nas. Kann man sich auch währenddessen angucken, während ich dem das Outro mache. Ich kann auch einmal euch Logic zeigen und ich möchte hier nochmal wirklich sagen, dass die Leute das angezogen haben, das ist absolut deren Ding und jeder sollte so rausgehen, wie er möchte. So, weil ich bin auch nicht jemand, der jetzt jeden Tag auf Laufstegpotenzial oder so ist. Ich habe auch Trash-Fits, das ist absolut normal und ehrlich, zieht an, was euch gefällt und nicht irgendwie, wo man sagt, ja, das, genau, wenn das jeder von denen fühlt, dann ist das gut. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen und auch wenn ihr irgendwas kommentiert, zum Beispiel, welches von den Fits ihr am schlechtesten oder am besten findet. Und ansonsten, wenn ihr mehr Musik-related, das war jetzt mehr Fashion, aber ich versuche in dieser Musikkategorie zu bleiben, das war jetzt mit Rappern und so. Ich mache eigentlich Musik-related Content, aber auch erst seit neuestem. Also wenn ihr abonniert, ihr seid für Musik-Content hier. Und ja, Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal.